Hey Leute und willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. PES 21 ist draußen und wir machen eine Spielerkarriere und zwar eine Verteidigerkarriere. Ja, das haben sich ein paar Leute gewünscht, dass wir mal als Verteidiger eine Karriere starten. Und da ich natürlich auch ein bisschen Action machen will, habe ich einen Außenverteidiger gewählt und zwar den Rechtsverteidiger. Das sind wir und wir spielen bei Arminia Bielefeld. Das ist das Team, was uns zufällig zugelost wurde. Sympathischer Verein, würde ich mal sagen. Wenn ihr mich übrigens auch sympathisch findet, würde mich das freuen. Gerne ein Abo dalassen, denn es wird natürlich weiter mit PES gehen. Die Spielerkarriere wird direkt morgen wieder kommen und es soll auch eine Trainerkarriere geben. Und apropos Trainerkarriere, da wird es heute einen Livestream geben. Wir fangen da um 18 Uhr bei meinem Kollegen an, Jan. Unbedingt rechts oben beim i da vorbeischauen. Um 18 Uhr gibt es auf seinem YouTube-Kanal den Stream. Und sobald sein Stream beendet ist, gibt es bei mir auf dem Kanal quasi eine Fortsetzung. Und da werden wir in meiner Trainerkarriere die Transferphase livestreamen, ja. Also da könnt ihr dann in den Livestream mit reinschauen und mit reinschreiben, welche Spieler wir uns kaufen sollen, beziehungsweise ob wir uns wen kaufen sollen und was auch immer. Also unbedingt mal mit einschalten und das Ganze verfolgen, würde mich super freuen. Wir haben genug gequatscht, jetzt starten wir rein in diese Karriere und ein bisschen unrealistisch leider, aber das ist plötzlich so gewesen. Wir haben ein Spiel gegen Bayern im Supercup. Aber es würde ja niemals Arminia Bielefeld gegen Bayern Supercup spielen. Deswegen werden wir dieses Spiel einfach mal überspringen. Bayern gewinnt das Ganze mit 1-0, also sogar relativ knapp. Mal gucken, wie viel das dann in der Saison wird, wenn wir das Spiel dann da spielen dürfen. Mal schauen. So, bevorzugte Nummer. Da haben wir die Nummer 11 gerade. Was? Wir haben gerade die Nummer 11. Leute, ihr müsst wissen, die Nummer 11 ist meine Lieblingsnummer. Und ich dachte nur als Rechtsverteidiger wird das wahrscheinlich nichts mit der Nummer 11. Ist ein bisschen crazy, aber also wenn wir hier die Nummer 11 schon zugewiesen bekommen, nehme ich das auf jeden Fall mit. Das ist ein Zeichen, Leute. Die Karriere wird was Großes. Wir spielen unser erstes Spiel. Hoffentlich. Wir stehen in der Startformation. Tatsächlich, wir stehen in der Startformation und dürfen zu Hause spielen gegen Frankfurt. Wahnsinn. Falls ihr euch übrigens fragt, was, der hat die Bundesliga drin, wie funktioniert das denn bei PES? Ganz, ganz einfach. Da müsst ihr einfach mal bei meinem Tutorial vorbeischauen. Das kommt heute Abend dann online. Ich denke nach dem Livestream so 20 Uhr oder sowas. Und das ist echt nicht schwer. Da werde ich euch das mal ein bisschen erklären. Und dann könnt ihr auch bei Arminia Bielefeld starten. Also das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Da sind wir. Nummer 11. Michael Maik heißen wir. Und dann schauen wir mal ins Spiel rein, was das Ganze hier so wird. Oh, erster Ballkontakt, sehr schön. So, und dann mit einer Flanke. Schade. Die erste Chance für unser Team. Bielefeld geht in Führung in der 13. Spielminute durch Fabian Klos. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und da sind wir mit einer Torchance. Ja, ich habe natürlich rechte Außenverteidiger gewählt, um dann auch mal so mit nach vorne zu gehen. Wir waren sogar sehr, sehr mittig. Ich habe mich echt weit rüberfallen lassen. Aber ich will ja auch mal eine Torchance haben. Gönnt mir das, Leute. Wir sind nicht der Größte und deswegen verlieren wir auch dieses Kopfballduell. 1,76 auf 79 Kilo. Und können da auch mal einen Ball abfangen. Wichtig natürlich als Verteidiger. Und jetzt ist Fabian Klos fast durch. Halbzeit 1-0. Wir waren am Treffer nicht beteiligt, aber das ist nicht schlimm. Dass wir gegen Frankfurt hier 1-0 zur Halbzeit führen, ist unglaublich geil. Obwohl wir eigentlich die schlechtere Mannschaft sind, wie man hier sieht. Oh, ich wurde ausgewechselt. 82. Spielminute gehe ich vom Feld, aber wir führen noch 1-0. Jetzt gibt es nochmal eine Chance für Frankfurt. Schon vorbei. So, es gibt eine Minute Nachspielzeit. Das ist aber dann dementsprechend der Sieg, weil die ist nämlich schon rum. Jawohl! Wir haben es gepackt. Unser erstes Saisonspiel direkt mit einem Sieg abzuschließen. Glücklich
relativ unverdient, aber das macht ja alles nichts. Solange wir die 3 Punkte mitnehmen gegen Frankfurt, kann man auf jeden Fall mal machen. Aber gut, ich wurde jetzt ausgewechselt, so ein 17-jähriger Spieler hat halt nicht so die Ausdauer, das habe ich schon gemerkt, die ging halt flöten. Aber ansonsten war das Match nicht schlecht. Ich habe 6,0 Bewertung. War echt in Ordnung, auch von meiner Seite, finde ich. So, ihr könnt mir natürlich hier gerne Tipps geben. Da bin ich jetzt nicht so der Profi von. Man kann hier Positionen, Fähigkeiten und so trainieren. Aber zum Beispiel Pässe abfangen oder sowas, das wäre schon mal was, was nicht schlecht ist. Ja gut, das ist natürlich alles relativ wichtig, muss man natürlich sagen am Anfang. Stärke ist halt als Verteidiger wichtig, Geschwindigkeit braucht man, weil man halt immer wieder mit vorrennt. Schuss braucht man eigentlich auch und passt, aber ich nehme jetzt natürlich hier ein bisschen was weg, damit wir hier vorankommen. 500 Tage nur, ach du Scheiße. Machen wir es mal so ungefähr, aber ich kenne mich damit echt nicht gut aus, also gerne Tipps rein in die Kommentare, das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. So, Arminia Bielefeld gegen Leverkusen und ich stehe auch wieder in der Startformation, also das feiere ich. Ist vielleicht ein bisschen so Glück, dass wir jetzt die Nummer 11 haben, ist schon mal Glück. Arminia Bielefeld ist wahrscheinlich so ein Verein, der mich oft in der Startaufstellung lässt. Das ist schon ein bisschen Glück, also das finde ich auch nicht schlecht. So, hier meine Rechtsverteidigerposition auch mal verteidigen. Ja, sehr schön. Sehr schön da den Ball erobert und jetzt gehen wir auch mal wieder ein Stück mit nach vorne, geben ihn mal raus. Oh, das war schon hart, knapp. Schwache Pasta von mir. Ja, habe ich schon ein bisschen verbockt dann auch. Eher mein Fehler, würde ich sagen. Oh, jetzt komm schon. So schön gespielt. Ich weiß leider nicht, wer es ist, aber er ist auf und davon. 1-1 gegen den Torhüter. Und die Flanke auf Fabian Klos. Ah, knapp nochmal vor der Halbzeit. 0-0 geht es hier in die Halbzeit. Wir haben sogar mehr Chancen, aber also Leverkusen ist am Drücken, das sieht man auch am Ballbesitz. Sind halt nicht wirklich zum Abschluss gekommen. So, Kamera neu starten. Und übrigens, diesen geilen Merch, den gibt es gerade im Rabatt. Wir haben die Preise gesenkt. Plus aktuell nochmal 10% Rabatt bis Ende Oktober. Also unbedingt da mal vorbeischauen. Mit der Kanalmitgliedschaft könnt ihr, glaube ich, sogar bis zu 20% bekommen. Also, das ist aktuell interessant. Boah, das war gut gemacht von ihm. Man muss es auf jeden Fall auch einen Freistoß geben. Sowas könnten wir halt auch noch erreichen, aber das kommt dann mit der Zeit erst. So ultra geiler Freistoßschütze oder so. Irgendwie kann er mich aber gar nicht auswechseln, weil die Zeit runterrattert. Feiere ich natürlich nicht ganz so. Also einerseits natürlich schön, dass ich nicht ausgewechselt werde. Andererseits natürlich extrem hart. Boah, starker Schuss da nochmal. Beste Chance für Leverkusen im gesamten Spiel. Die beste Chance hatten wir kurz vor der Halbzeit. Vielleicht jetzt kurz vor Abpfiff nochmal. Komm schon. In der Mitte Fabian Klos. 0-0. Wir hätten es machen können in diesem Spiel. 0-0 nehme ich aber auf definitiv mit. Also es ist sehr, sehr gut. Weil wir haben quasi sind immer noch ungeschlagen, obwohl wir gegen Frankfurt und Leverkusen gespielt haben. 4 Punkte mitgenommen. Das ist schon nicht schlecht. So, jetzt gibt es mal ein bisschen Pause. Das heißt, ich werde mich regenerieren und dann kommt DFB-Pokal. Ich bin mal gespannt. Werden wir hier auch wieder spielen? Jawohl, wir stehen wieder in der Startelf im DFB-Pokal. Krass. Das Spiel machen wir in der heutigen Folge noch. Und in der nächsten Folge geht es dann wieder los. 2 Bundesligaspiele und ja, wahrscheinlich 3 Bundesligaspiele. Arminia Bielefeld spielt ja nicht international. Ich denke nicht, dass es da noch irgendwie eine DFB-Pokal Ding gibt. Mal gucken, vielleicht fliegen wir raus, vielleicht kommen wir weiter, das wird jetzt spannend. So, DFB-Pokal, eine heiße Geschichte mit meinen orangenen Schuhen. Boah, beide auf Offensiv, was? Dass die Gegner auf Offensiv stehen, das bin ich jetzt schon gewohnt. Frankfurt sowie auch Leverkusen hatten teilweise echt lange auf Offensiv. Aber dass wir auf Offensiv stellen und jetzt beide gleichzeitig auch noch, was ist das denn? Ja, dieses Offensiv heißt natürlich, ich darf noch ein bisschen mit vorrennen. Das ist natürlich ganz nett. Andererseits heißt es auch, dass die Fitness wirklich nicht so geil ist. Also, ich meine, guck dir die mal an. Wir haben 1/4 Stunde gespielt und es ist schon so, ja.
So, jetzt probieren wir mal hier ein schönes Zusammenspiel in die Mitte. Oh, wenn er durchkommt. Schönes Geschenk für die Nummer 27. Ich weiß leider nicht, wer es ist. Oh, sogar einen Ball abgefangen. Eher unfreiwillig. Aber nicht schlecht. Und jetzt setzen wir selber mal einen Schuss ab mit links. Kannst du das aber vergessen. Wir sind Rechtsfuß. Aber es gibt Applaus. Danke dafür. Danke, danke, danke. Oh ja, oh ja, oh ja! Leider sind wir auswärts. Aber Vogelsammer ist es mit der 21. Jetzt kenne ich ihn. 21, nicht 27, aber Vogelsammer. 1:0 in der 25. Spielminute. Zwar auswärts, aber ist doch nice. Als ob der drin ist! Vogelsammer 2:0! Oje, Pokal! In echt hat Bielefeld ja gestern sogar die erste Pokalrunde gespielt, also zeitlich gar nicht so weit auseinander. Da haben sie gegen Essen oder so verloren, gegen irgendeine Viert-, Fünftliga, ich habe keine Ahnung, wo die spielen. Also die haben, es war schon echt Überraschung eigentlich. Echt überraschend. Und hier führen wir 2:0 gegen Köln. Und das darf dem Torwart natürlich nicht passieren, da ins kurze Eck. Und Vogelsammer. Was ist mit dem los? Gibt direkt sogar situative Manndeckung reingedonnert von Köln. 5:1 Torschuss, 4:0 aufs Tor. Nicht übel. Und wir bleiben auf Offensiv, beide Mannschaften. Was ist das denn hier für ein Spiel? Also nach dem 2:0 wäre ich jetzt nicht mehr auf Offensiv geblieben. So, jetzt mal mit einer Flanke. Das haben wir noch nicht ganz so drauf, aber die waren nicht schlecht. Flanken muss ich noch ein bisschen üben. Ich weiß gar nicht, ob man das trainieren kann, aber diese hier war nicht schlecht. Und ich bin damit einer mit den meisten Ballkontakten bei Bielefeld. 12 sind es. Jetzt sind es 13. Fabian Klos hat auch so viele. Und jetzt ist es Fabian Klos auf das zweite und zum dritten. Mann, warum ist das auswärts? Ich hätte gerne die Torhymne gehört. 3:0 nach 3 Anläufen von Fabian Klos. Torwart, Pfosten, Kopfball. So, hinten sind wir auch mal zur Stelle. Auch einen schlechten Einwurf gehabt. Jetzt muss den nur gut klären. Bitte schön, danke schön. Sehr schön. Jetzt ist es wieder Fabian Klos und jetzt ist es der Torwart, der das 4:0 verändert. Also wahnsinnig gutes Spiel, was wir hier hinlegen. Unglaublich. Hab ich echt nicht gedacht, aber es läuft richtig, richtig gut. Und da sind wir definitiv eine Runde weiter, das kann man jetzt schon sagen. Und es ist noch lange nicht vorbei, Fabian Klos. Oh. So, 3:0. Wir sind eine Runde weiter, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Und wir haben in der heutigen Folge sind wir noch, also wir sind ungeschlagen. Also gegen Bayern, okay, aber da habe ich nicht gespielt. Aber ansonsten sind wir in dieser Saison ungeschlagen. Ich bin absolut begeistert. Und das war, glaube ich, auch ein richtig, richtig gutes Spiel von mir. Was? 5,0? Ich wusste es. Ohne Spaß, ich wollte gerade sagen, bestimmt habe ich jetzt eine scheiß Bewertung. Eine 5,0er Bewertung. Und das war eigentlich ein gutes Spiel von mir. Ich hasse sowas. Ich meine, zwei Schüsse, einen davon sogar aufs Tor. Zwei Flanken, sogar fast ein Tor dadurch gekommen. Abgefangen, Ball. 17 Pässe, 11 angekommen und so. Da gibt es einige, die nicht so viele hatten. Gut, ich hatte dadurch auch ein paar Fehlpässe, muss man auch sagen. Naja, machst du nix. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr, sehr fürs Zuschauen. Falls euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Beziehungsweise würde es mich natürlich super freuen, wenn ihr abonnieren würdet, um dann nichts weiteres zu verpassen. Livestream, Trainerkarriere und natürlich die nächste Folge morgen schon von dieser Spielerkarriere mit Michael Maik als Rechtsverteidiger. Also unbedingt abonnieren, vorbeischauen und dann sehen wir uns morgen wieder oder am Livestream heute Abend schon. Ich habe keine Ahnung. Macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.